dazu. Karte dazu, Karte dazu. Ja. 30. Damn it! Das war dann wohl zu viel. Welchen nehmen wir jetzt noch wieder weg? Was macht denn der? Erweitert die Reichweite von Angriffskarten etwas. Ach, der kann gleich wieder raus. Ich dachte, der wird einen Special-Angriff machen. Simba brauchen wir. Gut. Set noch mal Karten hinzu. Und dann noch mal Angriffskarten, würde ich mal behaupten. Schlagtempo B, Stich aus Set B, Angriff D. Das ist nicht so gut. Aber hey, eine Karte haben wir schon mehr. Wegen dem KP Max. Okay. Sowas muss auch mal sein. Ich muss ja schließlich wissen, wie ich hier weiterkomme, ne? So. Sehr gut, die habe ich. Und dafür brauche ich ein G. Stunde des Kämpfers. Raum der Begegnung. Stunde des Kämpfers. Raum der Begegnung. Raum der Begegnung. Und Schlüssel. Sehr gut. Bling. Tür auf. Ey, das ist doch... Ah, wie hieß denn der? Firenze. Nee, so hieß der von Narnia. Wie heißt denn der? Nanu, wo kommt ihr denn her? Ihr habt doch wohl nicht etwa den ersten Lauf geschafft. Na klar, und jetzt gewinnen wir das Turnier. Dann seid ihr hier richtig, obwohl ihr gegen Herkules keine Chance habt. Warum nicht? In drei Worten, ihr seid keine Helden. Das waren vier, Kollege. Da irrst du dich. Stimmt, das waren vier Worte. Gut, dass er mitzählen kann. Nicht das. Ich meine, wie sollen wir beweisen, dass wir Helden sind, wenn man uns nicht lässt? Boah, ist er groß. Er hat recht, Phil. Ah, Phil hieß er, genau, Phil. Sie haben die Vorrunde geschafft. Sie haben eine Chance verdient. Da hast du völlig recht, Herkules. Aber trotzdem. Natürlich können wir die Spiele auch jederzeit absagen. Absagen? Wozu denn? Phils erster Kurs war so schwer, dass ihn niemand sonst geschafft hat. Ja, ging, ne? Stimmt das? Dann ist doch alles Paletti. Wir machen mit, dann müsst ihr die Spiele nicht absagen. Was sagst du dazu, Phil? Ja, zeig uns deinen Schwanz. Okay, ihr habt mich überzeugt. Und so läuft's, Kleiner. Ich heiße Sora, nicht Kleiner. Ja, ja, schon gut, Sora. Da du mit deinem Team und Herkules die einzigen Teilnehmer seid, sind sie nicht. Oh, ich schmelze dahin. Cloud. Die Spieler haben einen neuen Herausforderer namens Cloud. Je mehr, desto besser. Je mehr, desto besser, Kollege 2010. Jetzt werden die Spiele langsam wirklich sehenswert. Ich freue mich schon drauf, aber rechnet nicht damit, dass ich Gnade walten lasse. Keine Sorge, ich kann einstecken. Hey, besser ist, wenn du aufteilen kannst. Geben wir unser Bestes. Genau. Oh, Cloud ist ja so cool. Vor allem in dem Spiel, wie er aussieht. Oh. Okay, dann heißt es also, auf in den Kampf. Aber zuerst muss ich noch die Regeln erklären. Regel Nummer 1, wer zuerst durch den Hindernislauf kommt, gewinnt. Regel Nummer 2, bei einem Gleichstand entscheidet ein Kampf über den Sieg. Regel Nummer 3, es ist erlaubt, den Gegner auf dem Kurs zu behindern. Und Regel Nummer 4, alle Herausforderer müssen ihr Bestes geben. Regel Nummer 5, es gibt keine Regeln. So, genug geredet. Auf die Plätze, fertig. Ja, ja, ja. Los! Boah, wie groß die sind, ey. Schlüssel der Vorsehung. Na toll, wieder so ein Assi. Ich sehe besser zu, dass ich wegkomme. Hier kann ich ja nun eh nichts reißen. Auch wenn die Musik gerade cool war. Weltkarte? Wollen wir mal schauen. Dafür brauche ich das also. Und ich habe jetzt... das. Okay. Oh, das juckt. Entschuldigung. Ich weiß, es interessiert euch mit Sicherheit gar nicht. Ich will kämpfen. Bumm. Warum will ich kämpfen? Weil ich kämpfen kann. Ich muss mein neues Set doch ausprobieren. Ich will Simba. Mein Lieblingslöwe. Los. Los, los, los. Brüll. Yeah. Das hatte doch was. Donald. Donald. Wie unendlich cool die sind. Donald. So. Schnell nachgeladen. Gebt mir die Erfahrung. Nein, ich steche jetzt deine Karten. Ich bin der Stecher. Der Megastecher. Drängende Dunkelheit. Stufe 6. Gut. Genug davon.
Wollen wir mal weiter. Höher als 1. Dann nehme ich doch gleich 1, die harmlose Dunkelheit. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sprach das Lehrgut und verschwand im Automat. Leben, Leben, Leben. Bounce. Bounce. Ach nee. Bumm. Dieses Intro finde ich ja immer noch so cool. Das macht mich ja so an. Das ist ja unglaublich. Geh weg, dicker Mann. Wie kriege ich den dicken Mann jetzt kaputt? So, Karte gestochen. Wäh, au. Los. Brüll. Los. Gib's mir, Löwe. Du bist hart, Mann. Du bist hart. Wer ist tough? Du bist tough. Wer ist tough? Du bist tough. Ja, Mann. So, Affe geht kaputt. Lalalala. Gut, dass ich den gestochen habe. Und jetzt gebe ich ihm von hinten. Also, was heißt es? Also, mein Schwert. Gut. Der hat sich damit dann auch verabschiedet. 25 Erfahrungspunkte bringt er. Gut, harmlose Dunkelheit. Und gleich geht's hier weiter mit nicht der Story. Hey, bin ich so verwirrt? Ja, ich bin so verwirrt. Dann gehen wir hier einfach so irgendwie weiter. Was haben wir ein schönes? Höher als 2. Ich will irgendwas mit 2. Ich will ja nicht ganz nur dösende Dunkelheit. Dösen klingt nach Schlafen. Schlafen ist gut. Nacht, Jungs. Rote Punkte. Nein, Kampf. Ausgerechnet gegen so einen. Ausgerechnet gegen so einen. Ich mag den doch nicht. Bounce. Und ihn muss ich am besten immer stechen irgendwie. So, noch einer von denen. Egal, die bringen 25 Erfahrungspunkte. Das heißt, am Ende hiervon habe ich ein Level Up. Brüll. Also, wenn ich alle Erfahrungspunkte sammle. Erfahrungspunkte! Oh. Dammit. Mach keinen Bauchklatscher auf mich, das ist nicht nett. So. Schau dich von hinten. Und du kannst dich nicht umdrehen. Werde ich nicht. Es bringt eh nichts. Widerstand ist zwecklos. Au. Oh, Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Noch 9 Punkte. Aua. Du bist einfach zu dick für mich, Mann. Ah. Ah, Simba habe ich dann ja auch wieder. Brüll, los, brüll. Er hat den großen Mann kaputt gebrüllt. So, neue Stufe. Ah, Konzentration, Baby, Konzentration. Well, Kartenstich. Und jetzt, hier, nur noch ihr Kleinen da. Zack. Mogri-Raum. Was ist ein Mogri-Raum? Und eine neue Kombination. Betäubungsschlag. Betäube umstehende Gegner mit einem einzigen Schlag. Das klingt wiederum langweilig. Noch ein Kampf. Warum auch nicht? Es sei denn, es kommen wieder Dicke, dann flüchtig, glaube ich. Na toll. Na toll. Oder flüchtig? Wie viel Erfahrung brauche ich denn noch? 200. Ja gut, dann kämpfe ich halt mal eine Runde. Weil mehr Leben heißt mehr Leben heißt mehr Leben und mehr Leben ist gut, weil mehr Leben ist, weiß ich nicht, ist halt gut. Brauche ich eben. Los, 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 Simba! Brüll. Gut gebrüllt, Löwe. Donald! Auf Stufe 8, das ist gut. Oh mein Gott, Donald ist ja jetzt gerade voll ausgerastet. So, 50 Erfahrungen, dann geht das ja relativ fix. Aber wir wollen weiter in den... 15. Brauche ich ja 2 Karten oder was? Dann nehme ich hier von Stufe 6. Hier von Stufe 6. Stufe 9. Stufe 3 natürlich. Und Schlüssel der Vorsehung. Und open the door. Da steht Cloud. Wow, nett von ihm zu warten, bis wir ihn eingeholt haben. Ja, aber echt. Er wartet nicht. Regel Nummer 3 besagt doch, es ist erlaubt, den Gegner auf dem Kurs zu behindern. Er möchte seine Chance verbessern. Steckt die ruhig wieder weg. Ich bin nicht auf einen Krampf aus. Mit euch? Also lauf weiter. Ah! Ich fresse mein Mikrofon. Siehst du? Er wollte nur dafür aufholen. Jetzt haben wir ja aufgeholt. Nehmen wir sein Angebot an und laufen weiter. Nein, Attacke, los. Hallo, wir dürfen auch angreifen und unsere Chance verbessern. Stimmt, warum eigentlich nicht? Sora, du Langweiler. Bist du ganz sicher?
Ich bin nicht wegen des Turniers hier, sondern wegen Herkules. Ach, Cloud. Heute verliert er mehr als nur den Wettkampf. Seine Seele. Heißt das? Aber warum? Was hat er dir denn getan? Hier geht's ums Geschäft. Also halt dich da raus und gewinn das Turnier. Das ist aber nicht fair, ne? Weißt du, was du da tust? Regel Nummer 3. Es ist erlaubt, den Gegner auf dem Kurs zu behindern. Du bist nicht der Einzige, der Herkules besiegen möchte. Und am Ende läuft Herkules an uns allen Vieren dran vorbei und sagt, oh, ich hab gewonnen, weil ich bin so cool. Na, ich hoffe mal für... Oh, guckt euch mal Cloud an mit seinem Schwert und seinem... einen Flügel. Er hat ja da nur einen Flügel und zwar auf der rechten Seite. Jemand anderen hat den ja auch... nicht wehtun, aua. Auf der linken Seite und... Oh, hat er ihn jetzt links oder rechts? Kreuzhieb. Geh weg, geh weg, geh weg. Au. Au. Nicht das. Au. 5, 4, 3. Sind 12. Rutschattacke. Go. Piu. Tat ihm das jetzt eigentlich besonders weh? Los, Stich. Yeah. Ich hab dich gestochen, Mann. Geh weg. Brüll. Los. Los, Tiger. Tiger, sag ich. Was für Tiger? Ich hab ja... Mein Gott. Mensch, das ist ein Löwe. So wie ich, von Sternzeichen. Ich bin ein Löwe. Miau. Ich bin ein Kätzchen. Miau, miau. Nein, nicht Omnischlag. Ah, hallo, Omnischlag war so ziemlich das Böseste, was er tun konnte. Aua. Und du tust mir... Ah, und ich hätte sogar stechen können. So. Yeah. Los, brüll. Aber das tat ihm irgendwie gar nicht weh. Ich habe nämlich gerade extra darauf geachtet. Na, geh weg. Böser Cloud. Au. Los, Goofy. Na, toll. Spring genau in dem Moment hinter mich, Blödmann. Höhe. Du bist böse. Böser Cloud. Starker Cloud. Oh, Cloud. Tja, hättest du mal deinen besten Freund mitgebracht. Der hätte geholfen, du. Brüll. Los. Er hat ihn umgebracht. Er hat ihn totmiaut. Oh, Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Hey. Bounce. Oh. Schon wieder ein Level Up. High Potion. Oh, ich kann keine Kombination. Schade. Dann nehme ich erstmal mehr Lebenspunkte. Weil mehr Lebenspunkte sind gut. Ach ja. Weil Leben kommt schließlich vor Angreifen, wenn ich das richtig sehe. Weil wenn tot, kann nicht mehr angreifen. Also erstmal Leben. Wo ist Cloud hin? Cloudy Maudy ist lost. Er läuft auf das Ziel zu. Wir müssen ihm nach. Ah! Ja! Ja! Schlüssel zur Wahrheit erhalten. Hüpf. Ah, was willst du tun? Oh, ich bin ein Idiot. Ich bin das dümmste Ding auf der Erde. Ganz ehrlich. Nicht nur auf der Erde, glaube ich. In unserer Galaxie bin ich das dümmste Ding. Geht kaputt. Stich. So, wo ist meine Miau? Los, Miau. Miau. Mach mir den Mega-Miau. Komm. Mach mir den Mauzer. Mauzi, du bist dran. Miau. Hier an dieser Stelle ein Gruß an Mickey Maus 11. Miau. Ich grüße die, glaube ich, zu oft. Hier, komm, noch einmal. Weil hat gerade Spaß gemacht. Ich weiß auch nicht, warum. Aber, weiß ich nicht, kämpfen macht hier richtig laut. Ne, toll. Los, brüll, T-Shirt. Ich habe schon wieder T-Shirt gesagt. Aber er ist doch gar kein T-Shirt. Egal, ich meine Katze, das ist alles. Na toll. Ich steche euch. Ich bin der Stecher vom Dienst. Nein, dreh dich nicht um. So. Umdrehen ist nämlich ganz böse. Und ich weiß gerade gar nicht, ob ich überhaupt am Aufnehmen bin. Das ist nämlich die Frage. Darum werde ich gleich einfach mal kurz einen Schnitt machen, um mir reinzuziehen, ob ich überhaupt aufnehme. Weil wenn nicht, dann weine ich. Dann muss ich die ganze Welt nochmal neu machen. Weil ich habe seitdem nicht mehr gesaved. Boom! Heal! Los, Simba! Gib ihm! Gib ihm den Rest! Brrrr! Yeah! Simba ist ja so stilvoll. So. Einmal hier ins Pausenmenü. Und ich mach mal kurz eine Pause.